Hallo zusammen, ich hoffe, dass es euch gut geht. In diesem Video geht es darum, wie man es schaffen kann, sich so schnell wie möglich wieder frischer, attraktiver und schöner zu fühlen. Und dabei geht es nicht darum, anderen Personen besser zu gefallen, sondern das für sich selbst zu machen. Diejenigen, die meine Videos regelmäßig schauen, die wissen, dass ich eine Bauchoperation vor ein paar Wochen hatte. Und in der ersten Woche, ich habe überwiegend nur gelegen, habe mich kaum bewegt, sollte mich schonen. Und schon nach der ersten Woche, ich bin morgens aufgestanden, ich habe in den Spiegel geguckt und ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt. Und vielleicht kennt ihr das ja auch, wenn ihr irgendwie mal krank wart, lange irgendwie nur zu Hause. Ach, da ist man manchmal einfach so, man guckt in den Spiegel und ist so, ja, ich sag mal so unzufrieden. Und so war das bei mir auch. Und jetzt ist das Ganze fast einen Monat her. Ich darf immer noch keinen Sport treiben. Ich darf immer noch nicht lange spazieren gehen. Ich bin überwiegend zu Hause. Und so langsam, ich merke das einfach an meinem körperlichen Wohlbefinden. Und da habe ich so ein paar kleine Tipps, mit denen ich mich immer direkt wohler fühle. Und diese Tipps habe ich auch nicht nur jetzt angewendet, sondern in meinem kompletten Leben. In meinen Situationen, in denen es mir körperlich nicht gut ging. Und diese Situation, ich finde, die passen so gut zu meinem Kanalslogan: Schönheit kommt von innen und von außen. Idealerweise kommt die von innen und man strahlt es nach außen aus. Und das ist ja auch das Wichtige, dass man sich von innen heraus schön fühlt. Aber es gibt auch manchmal die Phasen, da kommt das gute Befinden von außen. Und so war es bei mir jetzt wieder in den letzten Wochen. Und für all diejenigen, die manchmal auch so Tage haben, in den Spiegel schauen und sich nicht gut fühlen, für die habe ich dieses Video gedreht. Und ich hoffe, es wird euch gefallen, dass euch die Tipps helfen werden. Viele der Tipps werdet ihr bestimmt auch schon mal gehört haben. Es geht aber darum, wenn man dann in dieser Situation ist, das dann auch so umzusetzen. Was mir auch noch wichtig ist, euch zu sagen, das sind jetzt alles Dinge, die mir helfen in solchen Situationen. Das kann sein, dass das bei euch auch wieder komplett andere Sachen sind. Dieses Video dient daher als reine Inspiration. Schaut immer darauf, was passt in euer Leben und was fühlt sich gut für euch an. Ich werde euch übrigens immer mal wieder bei den jeweiligen Tipps nochmal so kleine Tipps dazugeben, wie ich die ausgeführt habe, damit die Ergebnisse noch besser werden. Starten wir mit Tipp Nummer 1, der mir geholfen hat, mich wieder etwas frischer zu fühlen, wenn ich morgens aufstehe. Und zwar sind das Eisbäder fürs Gesicht. Ich nehme dann eine Schüssel, da kommen ein paar Eiswürfel rein, Wasser und dann das allererste, was ich am Morgen mache, einmal das Gesicht damit waschen. Danach hat man direkt eine gesündere Hautfarbe, man fühlt sich direkt besser und man hat direkt auch wieder so ein bisschen mehr Energie. Also schon alleine der Blick in den Spiegel, wenn das Gesicht dann so schön gerötet und durchblutet ist, ich habe dann immer direkt das Gefühl, dass es mir besser geht. Tipp Nummer 2, der hat mir diesmal auch wieder geholfen: meine Nägel lackieren. Das heißt nicht, dass ich auch sehr, sehr gerne mit unlackierten, komplett natürlichen Fingernägeln durch die Weltgeschichte laufe. Aber gerade wenn ich so das Gefühl habe, ich fühle mich gerade irgendwie so ein bisschen unsortiert, unstrukturiert, nicht gut, dann hilft mir das immer. Dann suche ich mir eine schöne Nagellackfarbe aus. Ich mache das in der Regel so: ich mache erstmal ein kleines Wasserbad, dann entferne ich die Nagelhaut, feile meine Fingernägel, dann kommt so ein Basecoat darüber, dann die Nagellackfarbe, die ich ausgesucht habe, und dann ein Topcoat. Und jetzt kommt so ein kleiner Tipp für all diejenigen, die ein bisschen ungeduldig sind: das Eisbad von Tipp Nummer 1. Das ist ideal dafür, um eure Fingernägel zu trocknen. Und zwar packt ihr eure frisch lackierten Fingernägel in das Eisbad rein, wartet ein paar Sekunden ab, nehmt die wieder raus und danach sind die trocken. Ihr habt dann keine Bläschen, keine Risse drin. Das ist ein super Tipp. Also ich bin bis heute dankbar, dass ich den mal bekommen habe. Also ich finde, das ist ein super Tipp für alle Ungeduldigen da draußen, weil ich kann auch nie ruhig sitzen. Was mir in solchen Situationen auch immer sehr hilft, wieder zurück zu meiner Morgenroutine zu finden. Ich kenne das von mir selber, wenn man mal krank ist oder auch eine Operation hatte oder sich auch insgesamt nicht so gut fühlt. Ich habe mir dann auch morgens gar nicht den Wecker gestellt. Ich bin teilweise bis 9 Uhr im Bett liegen geblieben, langsam aufgestanden und so in den Tag spaziert. Und mich hat das so unzufrieden gemacht, ne? Also ich war dann so nach ein paar Tagen, bin ich morgens aufgestanden und ich hatte irgendwie gar keinen Plan. Ich habe dann auch nicht mehr mein Bett gemacht, weil es ging auch nicht so wirklich mit dem Bauch. Und ich habe in dieser Zeit wieder gemerkt, wie wichtig eine Morgenroutine für mich ist. Ich habe dazu ja auch mal ein Video gedreht, das verlinke ich euch
am Ende dieses Videos. Da könnt ihr sehr, sehr gerne mal reinschauen. Ich kann das jedem nur empfehlen, der sich gerade irgendwie nicht gut fühlt, der so ein bisschen durchs Leben schludert. Gestaltet euch eine Morgenroutine. Die muss jetzt auch keine 1,5 Stunden dauern. Die kann auch nur 5 Minuten dauern. Aber dass ihr aufsteht und eine Struktur habt. Man fühlt sich so viel besser. Also so geht es mir zumindest. Und was ich auch noch gemacht habe, vor einer Woche, ich war bei meiner Augenbrauenfee. Und ich bin so dankbar, dass sie wieder aufhaben. Ich habe das jetzt das letzte halbe Jahr selber gemacht. Ich zupfe aber auch nicht. Also entweder schneide ich oder ich rasiere, weil ich mir meine Augenbrauen in meiner Jugend über Jahre hinweg komplett verunstaltet habe. Ich hatte nur noch so 2 Striche. Dazu war ich sonnenbrandgebräunt. Das sah sehr lustig aus. Aber seitdem, weil ich so dankbar bin, dass sie wieder nachgewachsen bin, zupfe ich nicht mehr und rasiere nur noch. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie gut ich mich gefühlt habe, als sie fertig war. Sie hat mir dann einen Spiegel gegeben. Und ich habe dann gesehen, okay, es ist wieder alles symmetrisch. Von Natur aus, glaube ich, haben die wenigsten Menschen komplett gleich geformte Augenbrauen. Und das ist bei mir auch so. Deswegen hatte ich über die letzten Monate immer, ich glaube, die hier, da sind ein paar mehr Härchen oben. Aber das hat sie alles super gemacht. Und mein nächster Tipp, und da war ich auch an dem gleichen Tag bei Fußpflege. Wenn man die Füße wieder schön hat, dann fühlt man sich von Grund auf besser. Und bei mir sahen die nicht mehr so schön aus. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die letzten Monate, also ich habe immer mal zwischendurch selber was gemacht, aber es war jetzt nicht so ganz ideal und jetzt sehen die wieder gut aus. Das heißt, wenn man morgens aufsteht und auf gepflegte Füße guckt, wenn man jetzt auch offene Sandalen anhat, ich fühle mich dann direkt anders, viel besser und vor allen Dingen irgendwie so von unten an strukturiert und geordnet. Was mich auch immer wieder dabei unterstützt, mich besser zu fühlen, beim Duschen Peelings zu benutzen. Ich dürfte jetzt natürlich nichts hier in der Bauchregion benutzen, aber an den Beinen und an den Armen. Und außerdem hatte ich auch in der letzten Zeit an den Ellenbogen und an den Knien ein bisschen trockene Haut und auch unter den Füßen. Und wenn man die schon eincremt, vorher ein kleines Peeling macht, aus der Dusche kommt, dann auch noch gut riecht, da fühlt man sich auch schon so ein bisschen wie neugeboren. Und wenn ich mich rasiere an den Beinen, unter den Armen, an der Bikini-Zone, das hat bei mir auch immer unmittelbare Auswirkungen auf mein Wohlbefinden. Was nicht heißen soll, dass sich jetzt jede Frau rasieren muss. Ich kenne auch genügend Frauen, die rasieren sich nicht. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Mir hilft es dabei, an den Tagen, an denen ich mich sowieso schon nicht gut fühle, wenn ich dann komplett rasiert bin, es ist alles glatt, ich habe vorher ein Peeling gemacht, die ganzen trockenen Stellen eingerieben, ich fühle mich dann deutlich besser. Wenn wir gerade beim Thema Rasieren sind, habe ich kurz eine Frage an euch. Wir haben ja eine Facebook-Gruppe und da wurde letztens die Frage gestellt, wer welche Tipps hat, was man mit Gesichtsbehaarung machen kann. Ich rasiere mir mein Gesicht seit Jahren, bei mir wachsen die auch nicht stärker nach. Und da wollte ich euch mal fragen, habt ihr Interesse an so einem Gesicht-Shaving-Video oder sagt ihr, das interessiert euch nicht? Weil ich den Eindruck bei mir habe, dann lässt sich auch das Make-up zum Beispiel besser auftragen. Und ich bin eine Person, ich habe eigentlich sowieso nicht viel Gesichtsbehaarung, aber selbst wenn ich das, was ich habe, entferne, fühlt es sich für mich immer noch mal so ein bisschen glatter an und Produkte lassen sich deutlich besser verteilen. Aber schreibt mir einfach mal unten in die Kommentare, ob ihr grundsätzlich Interesse an so einem Video hättet, wie ich das genau mache oder ob ihr sagt, nee, interessiert mich nicht. Wenn ihr auch mal wieder einen Durchhängertag oder mehrere Durchhängertage haben solltet, was ich euch auch noch empfehlen kann, Gesichtsmasken. Idealerweise legt ihr die sogar vorher in den Kühlschrank, insbesondere wenn es Tuchmasken sind. Und ich finde, wenn man die abends, also ich benutze die immer in der Regel abends, also die Kombination von den Tipps, die ich euch gerade gegeben habe, wenn man dazu noch abends eine Gesichtsmaske macht, so eine richtig schön gekühlte, gerade wenn es jetzt draußen wärmer ist, es ist wie ein kleiner Wellnessurlaub zu Hause. Ich schreibe euch übrigens meine Lieblingsprodukte unten in die Infobox und da bestehen auch keinerlei Kooperationen mit den Marken, die ich euch da unten zeige, nur damit ihr Bescheid wisst. Der nächste Tipp ist für all diejenigen, die eine Badewanne zu Hause haben und ich habe glücklicherweise seit ein paar Wochen auch wieder eine. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie dankbar ich dafür bin. Allerdings dürfte ich die nach meiner OP auch erstmal nicht benutzen. Ich war jetzt vor ein paar Tagen das erste Mal und ich habe wieder totes Meersalz benutzt. Totes Meersalz für die Badewanne benutze ich seit meiner Jugend und ich kann euch sagen, das ist besser als jeder Badeschaum. Nicht vom Wellnessgefühl an sich, dass man so Blubberbläschen überall hat,
aber das entwässert richtig schön, das lässt die Haut gut fühlen und man hat das Gefühl, als sei man in einem Meer mit einem sehr hohen Salzgehalt gewesen. Und Meersalz kann sehr, sehr gut für unsere Haut sein. Deswegen gibt es auch immer wieder Menschen, wenn sie bestimmte Hautkrankheiten haben, die beispielsweise ans Totmeer fahren, weil das so unfassbar gut für unsere Haut ist, für die Genesung. Und bei mir bewirkt das auch immer direkt, dass ich mich besser fühle. Was ich in den letzten Wochen auch noch gemacht habe, um mich besser zu fühlen, mich auch zu Hause schick anzuziehen. Und das ist jetzt ein Tipp, den kann man nicht nur anwenden, wenn man jetzt überwiegend zu Hause ist, sondern auch, wenn man bei sich selber merkt, und so Phasen hatte ich auch schon mal, man geht zwar raus, man ist viel unter Leuten, aber man läuft halt eher so ein bisschen, ich sag mal, in diesem Gammellook rum. Nichts gegen Gammellook, Gammellook ist super. Wer sagt, ich möchte immer im Gammellook rumlaufen, macht das. Ich habe das schon teilweise Wochen und Monate gemacht. Dann habe ich immer eine zerrissene Hose an, meistens so eine Latzhose, Chucks da drauf, ein weißes T-Shirt und das war teilweise wochenlang mein tägliches Outfit. Ich habe immer nur die Latzhosen und die Unterwäsche gewechselt. Das ist alles vollkommen okay, aber dieses Video ist ja für die, die sagen, okay, ich fühle mich gerade nicht wohl. Wenn du sagst, ich fühle mich damit super wohl, perfekt. Aber wenn du sagst, okay, gerade ist so eine Phase, ich fühle mich nicht ganz so wohl, dann schau auch mal so ein bisschen, wie kleidest du dich gerade. Und ich muss sagen, das hat mich in den letzten Wochen so viel besser fühlen lassen. Mich herzurichten, mir was Schickes anzuziehen, die Sachen vorher alle zu steamen, damit die auch keine Falten haben. Und ich war an einem Tag, mein Freund kam abends nach Hause, ich hatte mich komplett fertig gemacht. Und dann meinte er so, wo willst du hin? Ich so, nee, ich habe das heute nur für mein Wohlbefinden gemacht. Dass ich, wenn ich durch die Wohnung gehe und in den Spiegel schaue, dass ich mich einfach irgendwie gut fühle, sortiert fühle und nicht so unstrukturiert und chaotisch. Weil für mich ganz oft dieses Sprichwort zutrifft, äußere Ordnung, innere Ordnung. Also zum einen meine Umgebung, aber auch meine Person selber. Ich hoffe so sehr, dass ihr die Tipps nicht zu oberflächlich findet. Ich habe mir aber in den letzten Wochen gedacht, ich möchte einfach mit euch die Sachen teilen, die mir in solchen Situationen helfen. Und wenn ich nur einer Person da draußen so eine kleine Inspiration geben kann, wie man aus so einem kleinen körperlichen Tief wieder herauskommen kann und sich direkt besser fühlt, die Chance wollte ich nicht ungenutzt lassen. Und den nächsten Tipp habe ich eigentlich schon so ein bisschen vorweggenommen, und zwar sich schminken. Das muss auch gar nicht viel sein. Weniger ist manchmal auch mehr. Aber dass man sich wieder so ein bisschen herrichtet. Bei mir zählt dazu zum Beispiel, dass man die Augenbrauen ein bisschen macht, ein bisschen die Wimpern, Concealer aufträgt. Und noch so einen kleinen Tipp, das habe ich auch manchmal, wenn ich viel unterwegs bin, dann bekommt man so einen Glanz. Und ein kleiner Tipp für all diejenigen, die auch immer so schnell anfangen zu glänzen. Also ich habe das eigentlich das ganze Jahr über, insbesondere jetzt auch in den warmen Monaten. Ich benutze dafür immer diese Papiertücher, die es gibt. Die verlinke ich euch auch mal unten in der Infobox. Und ich finde, dass das eine deutlich bessere Lösung ist, als immer wieder nachzupudern, weil dann sieht man irgendwann so puderig aus. Und sobald ich merke, okay, es glänzt wieder, egal ob ich jetzt Make-up drauf habe oder nicht, dann gehe ich damit einmal so ein bisschen drüber. Dann sieht man auch sehr schön an dem Papier, wie das den ganzen Glanz aufgenommen hat. Ihr könnt euch das vorstellen wie das klassische Löschpapier in Schulheften. Das saugt ja auch immer so ein bisschen auf und genauso ist das auch bei diesen kleinen Kosmetiktüchern. Kommen wir zum vorletzten Tipp und da geht es um das Thema Körperhaltung. Ich habe bei mir wieder selber gemerkt und merke es immer wieder in Phasen, in denen es mir nicht so gut geht, in denen ich so ein bisschen grübel, in denen ich nicht so ganz eins mit mir bin. Das sieht man auch immer an der Körperhaltung. Also ich habe das jetzt nach der Operation, natürlich unter anderem auch wegen der Schmerzen, dass ich so ein bisschen den hier gemacht habe. Aber dann lässt man auch ganz oft so die Schultern hängen und dann geht man so geknickt durchs Leben. Und ist so ein bisschen nach vorne gebeugt. Abgesehen davon, dass das auch echt nicht gut für die Schultern, für den Rücken und den Nacken ist. Ich finde, man fühlt sich auch direkt irgendwie so klein und nicht gut. Aber wenn man aufrecht geht und sich selber daran erinnert, Brust raus, Schultern nach hinten, das habe ich dann auch wieder hier in der Wohnung geübt, einfach wieder ein bisschen gerader zu gehen, eine gerade Haltung zu haben. Und das lässt einen direkt besser fühlen. Beobachtet euch am besten selbst mal, wenn ihr über die Straße geht, durch die Stadt, wie ihr geht. Geht ihr gerade? Geht ihr so ein bisschen eingeknickt? Man kann dann auch schon mal in die Schaufenster gucken. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ganz oft zwischen unserem Gemütszustand und der Art, wie wir gehen und wie unsere Haltung ist, dass da eine Verbindung besteht. Deswegen achtet da einfach mal drauf. Und wenn ihr merkt, dass ihr eingeknickt geht, so ein bisschen eingefallen, euch kleiner macht, dann achtet da mal bewusst drauf, dass ihr gerade geht.
Weil das hat unmittelbare Auswirkungen auf unsere Stimmung. Selbstbewusst und gerade gehen. Wir sind beim letzten Tipp angekommen und das ist jetzt kein typischer Beauty-Tipp. Für all diejenigen, die meinen Kanal schon öfter angeschaut haben, die kennen das schon. Ich schreibe immer sehr, sehr gerne alles auf. Wenn ihr dieses Gefühl habt, dass ihr euch nicht gut fühlt, dass ihr euch nicht frisch fühlt, nicht attraktiv, nicht schön, welche Gefühlslage ihr auch immer habt, schreibt euch mal auf, was die Gründe dafür sind. Horcht mal ganz tief in euch hinein und guckt mal, kommt das so ein bisschen von außen, kommt das aus mir heraus? Bei mir war es in den letzten Wochen so, dass ich genau wusste, woher kommt es. Dadurch, dass ich nicht körperlich aktiv bin, viel rumgelegen habe, viel zu lange geschlafen habe, dadurch hat sich bei mir das körperliche Unwohlsein entwickelt. Wenn ihr aber jetzt gerade in einer Lebensphase seid, ist egal, ob das jetzt mal ein paar Tage sind, ein paar Wochen, in denen ihr das habt, und das hatte ich auch schon mal, da habe ich mich hingesetzt und geguckt, okay, woher kommt das? Und das kann ja tausend unterschiedliche Gründe haben. Und wenn ihr das herausgefunden habt, dann macht ihr euch sozusagen so einen kleinen Schlachtplan, was könnt ihr dagegen tun? Und das habe ich jetzt auch gemacht. Also ich habe mich hingesetzt und mich auf die Dinge fokussiert, die ich machen kann. Das ist auch ganz wichtig für mein Mindset gewesen, dass ich mich nicht darauf fokussiere, okay, was kann ich jetzt nicht tun? Ich kann jetzt nicht spazieren gehen, ich kann jetzt keinen Sport treiben, weil einen das so unglücklich macht. Wenn man sich aber dann auf die Dinge fokussiert, die man machen kann, wird man automatisch wieder positiver. Aber es ist sehr wichtig herauszufinden, woher kommt dieses Gefühl? Und dann zu schauen, was kann ich machen, um mich wieder besser zu fühlen. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat und schreibt bitte unbedingt unten in die Kommentare, was sind eure Tipps. Ich lerne so gerne von euch und ich finde das so toll, wenn wir uns als Community unterstützen. Und wenn ihr irgendwie noch Tipps habt, wie man sich besser fühlen kann in Lebensphasen, in denen man sich manchmal so ein bisschen schlapp fühlt, nicht gut fühlt, man schaut in den Spiegel, man denkt so, alles irgendwie nicht so, wie ich es gerne hätte und ich fühle mich von Grund auf irgendwie unwohl. Was sind eure Tipps? Schreibt die unten in die Kommentare und ich werde alles lesen. Also ich versuche sowieso immer all eure Kommentare zu beantworten. Ich glaube, das wisst ihr auch. Ich bedanke mich auf jeden Fall für euren Support, für alle, die heute neu dabei waren. Wenn euch das Video gefallen hat, schaut super gerne mal auf dem Kanal vorbei, abonniert, das auf gar keinen Fall vergessen, die Glocke aktivieren, damit ihr immer darüber informiert werdet, wenn es ein neues Video von mir gibt. Und liken, 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 damit wir sichtbarer werden. Ich wünsche euch jetzt noch eine gute Zeit. Ich drücke euch aus der Ferne und freue mich darauf, euch beim nächsten Video wiederzusehen.